So, willkommen zurück zu Pokémon. Wir sind hier auf Island 1 immer noch und der will uns Pokémon Explosion beibringen. Kann aber niemand erlernen. Hätte ich sowieso niemanden erlernen lassen, denn. Huch, hier sind Rockets. Was wollen die denn? Nichts. Die ignorieren mich einfach. So, hier können wir Stärke einsetzen. Das machen wir dann auch mal. Unser Pikachu kann hier ja alles. So, da ist eine Trainerin noch. Ich habe gedacht, jetzt wäre es mal gut hier mit den Trainern. Aber nein. Oh, Pokémon Ranger. Okay. So, da sind wir mit dem hier gar nicht so schlecht. Und Eisstrahl. Und tschüss. Super effective. Ja, aber eigentlich wollte ich ja hier zu Mimien wechseln. Oh, der hat aber auch bald das Level up. So, Psychokinese und schön. It's super effective. Das könnte ich jetzt die ganze Zeit sagen, aber das wäre dann auch langweilig. Oh Gott, was sind das jetzt schon wieder, ey? Alles so Attacken, die ich nie gehört habe. Nein. Und nochmal nein. So, Psychokinese ist einfach eine richtig geile Attacke. Also eine der besten Attacken, die es in Pokémon so gibt, meiner Meinung nach. Und ich denke, das ist auch so. Also, es gibt natürlich noch andere gute Attacken. Donnerblitz ist zum Beispiel auch richtig stark und Erdbeben. Aber das ist schon eine richtig gute, also. Da kann man nichts gegen sagen. So, willst du hier irgendwas kämpfen oder so? Ja. Natürlich. Ja, kämpfen ist das richtige Stichwort. Denn das ist auch so eine Kämpferin hier. Und ich habe immer noch nicht ausgewechselt. Ich kann euch ja mal Blizzard zeigen, was sogar trifft. Das haben wir ja auch erlernt in... Oh Gott. Das hat jetzt aber nicht so viele gezockt, wie ich gedacht hätte. Er hat immerhin 120 Stärke. Aber hat nicht gereicht. Schade. So, da sind wir mit Mimien aber besser hier mit Psycho. So, also in den... Also Feuerrot und Blattgrün sind ja Remakes von den ersten... Von der ersten Pokémon-Generation, also sprich Pokémon Rot, Gelb, Blau und Grün. Gibt's Grün? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob es das überhaupt gibt. Auf jeden Fall sind das davon Remakes und da gab es, also in den alten gab es diese Inseln hier noch nicht. Die kamen hier dazu und ich muss sagen, mir gefallen sie eigentlich ganz gut. Es gibt davon 7 Stück, aber bisher können wir eben erst auf 3, weil wir nur den Tri-Pass haben. Um auf 4 bis 7 zu kommen, müssen wir den Bunt-Pass haben. Den haben wir aber eben noch nicht. Und ja. Wir setzen mal Steinhagel ein. So, was hat er noch? Kokobai? Habe ich mir doch gedacht. Oh, Level 40, gar nicht so übel. Not so bad. Oh, zum Glück ging Hypnose daneben, ey. Da hätte ich keine Lust drauf gehabt. So, Level 47 hat er jetzt auch. Jetzt hat er den Anschluss gewonnen zu den anderen. Yay. So, was haben wir denn hier? Glutberg heißt er, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, aber ich glaube, Glutberg heißt er. Und ja, das ist einfach ein schmaler Gang. Etwas unnötig, aber gut, wenn sie meinen. Kommt hier mal noch was Cooles? Oh, wow, wow, wow. Das ist nicht schlecht. Nein. Ja, das ist im Gegensatz, also... Dass er diese Attacke gerade eingesetzt hat, ist schlecht, denn die zockt einiges und ups, das war nicht effektiv.
Hältst du auch eine Stärke noch aus? Ich hoffe es für dich. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich setze einen Topschutz auf. So, ach, nee. Ach so, da oben. Oh, da haben wir auch nur noch 4, ey. Wir müssen unbedingt einkaufen gehen, aber hier hat es nirgends einen gescheiten Markt auf Island 1 bis und 2. Das ist doch kacke. So, hier hat es einen Rätsel, okay. Dafür bekommen wir auch ein Item, also machen wir das am besten mal. Und ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht unnötig blöd an. Ja, aber das sieht lösbar aus. So, den noch weg. Ach, ist das unnötig, immer hier neu zu drücken. Stärke hält wenigstens ein bisschen. So, dann haben wir das. Feuerstein. Damit kann man Feuer-Pokémon entwickeln, die noch nicht entwickelt sind. Nicht schlecht. Und, was haben wir hier? Ein Hyperball. Den kann man auch immer gebrauchen. So, wie geht's denn hier hin? Ja, ich hoffe, ich mache das jetzt einfach mal hier richtig. Hoffe ich jetzt mal. Ja, doch. Oh mein Gott. Da ist ein legendäres Pokémon. Und zwar ist das Lavados. Und Moment. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich das angesprochen. Ich bin so blöd. Das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich zuerst einen Save machen, weil wir haben nur 12 Hyperbälle. Und dass es so schnell drin bleibt, ist relativ undenkbar. Und außerdem, wenn wir es jetzt töten sollten, können wir das nicht mehr... Oh Gott, das war jetzt blöd. Das war richtig blöd. Zerschneider sollte es auf jeden Fall noch aushalten, aber wir halten seinen Flammenwurf wahrscheinlich nicht aus. Oh, mit einem KP, perfekt. Komm schon. Nein, schade. Okay. Ja, tun wir einfach mal Aquana raus. Ein Biss. Ach, ich bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Wir werfen einfach mal einen Hyperball und schauen, ob das drin bleibt. Nein, natürlich nicht. Ach, das ist jetzt echt blöd. Soll ich es mit einem Biss versuchen? Komm, ich mach's. Also, das ist jetzt bestimmt falsch. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Aber so schlimm ist es auch nicht, wenn wir es nicht fangen. Es wäre bloß cool halt, weil legendäres Pokémon zu fangen ist schon eine gute Sache. Komm schon, komm schon. Bleib drinnen. Bleib drinnen. Dun, dun, dun. Wir können es halt nicht mehr weiter schwächen, groß. Das geht halt nicht mehr. Außer hier mit Pikachu ankommen, aber der wird sowieso gleich getötet. Wir könnten natürlich auch den Meisterball werfen, aber nee, den heb ich mir lieber noch auf. Wir haben da noch 7 Stück. Kommt. Ich will dich nicht töten müssen. Muss ich aber wahrscheinlich. Also das bleibt ja kein bisschen drin hier. Komm, wir versuchen mal mit Pikachu noch was zu reißen. Setz. Ja, doch. Oh, oh, das geht sogar, das geht sogar, das geht sogar. Und wenn jetzt Pikachu das erledigt, das wäre so episch. Geil, das setzt die ganze Zeit nur Ladevorgang ein. Komm, komm, komm. Okay, also wenn wir es jetzt nicht perfekt geschwächt haben, dann... Bleib drinnen. Scheiße. Komm schon, komm schon. Ah, noch 4. Ah.
3. Der Countdown läuft. Bam, und tot. So, vielleicht, wenn ihm ein ehrenwürdiger, gleichwertiger Gegner entgegensteht. 2. Komm. Nein. So, das ist jetzt deine letzte Chance. Bleib drin oder stirb. Bleib drin oder stirb. Epic Moment. Fuck you. Och Mann, du bist doch kacke, ey. Was soll denn das? Ja, ich werde jetzt auch nicht mal nochmal beenden und bis hier spielen, weil nee, komm. Dann musst du halt sterben. Tut mir leid. Tschüss. Ja, das war jetzt schade. Eigentlich wollte ich das nämlich fangen, aber das ging leider jetzt nicht. Ach, ärgerlich. Kann echt ärgerlich. So, wenigstens können wir jetzt runterjumpen. Dann geht's ein bisschen schneller. Och Mann. Alter, das regt mich jetzt gerade auf. Das ist doch kacke. Das ist doch so scheiße. Och Mann. Damn. Das hätte ich echt gerne gefangen. So, Island 1 haben wir damit aber abgehakt. Und wir haben einfach keine Hyperbälle, weil es hier keinen verdammten Shop gibt, ey. Ich schaue im nächsten Part auf Island 3, ob es da einen gibt, weil zuerst auf Island 2 gehen habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Also ich will unbedingt Hyperbälle wieder kaufen, damit wir hier wieder Pokémon fangen können, weil wir brauchen noch ein paar hier für den Pokédex und so. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann, denke ich. Ach komm, ich fahre noch kurz auf Island 3. So. Und schau, ob es da einen hat. Alter. Biker. Die nicht kämpfen. Call the police. Ich soll die Polizei rufen. Alter, was sind denn das für welche? Für Fieslinge. Und lol, da ist eine Höhle. Ach so, okay. Der gräbt da so vor sich hin. Und hier hat es Biker. Und ein Haus. Wo niemand drin ist. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns dann im nächsten Part hier um. Auf Island 3. Bis dahin dann. Ciao, Leute.